Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir mal was ganz anderes. Heute machen wir nämlich eine etwas andere Buchbesprechung. Ich habe nämlich ein ganz, ganz geniales Buch zugeschickt bekommen und dachte mir, wie kann man ein Kochbuch besser präsentieren, als etwas daraus zu kochen? Ich koche ja echt gerne, aber noch lieber backe ich. Aber ich koche auch gerne. Von daher, habe ich mich sehr, sehr gefreut, als das Buch hier eingetrudelt ist. Ich bin ehrlich, ich backe und koche eigentlich immer so dieselben 10 Gerichte oder so, die halt einfach Standard in meinem Programm sind. Aber sowas Ausgefallenes oder irgendwie mal was außer der Reihe koche ich tatsächlich sehr selten. Also ich greife sehr, sehr gerne zu Spaghetti Bolo und so ein Kram zurück, weil das einfach schnell geht und einfach lecker ist. Und meine Tochter das halt natürlich auch isst. Aber ich verfolge Tasty schon länger. Früher gab es da irgendwie immer bei Facebook so kleine, keine Ahnung, 30-Sekunden-Videos, wo die Hände immer nur gefilmt waren und wo die dann irgendwas Tasty gekocht haben. Das sah immer schon mega aus und als ich dann gesehen habe, dass es dann Kochbuch dazu gibt, musste ich es einfach haben. So, jetzt habe ich lange genug gequatscht. Ich habe mir ein Rezept ausgesucht, das für mich richtig, richtig cool klang. Es heißt nämlich Süßkartoffeln mit Grillhähnchenfüllung. So in etwa soll es später aussehen. Spoiler-Alarm, ich habe keine Frühlingszwiebeln bekommen, also wird es ungefähr so aussehen, nur ohne Frühlingszwiebeln. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Zutaten und dann legen wir einfach los mit der Kocherei. Um alles zu schneiden, brauchen wir natürlich ein Schneidebrett, das macht Sinn. Dann brauchen wir etwas Olivenöl, um die Süßkartoffeln einzureiben. Wir brauchen Rotkohl, wir brauchen Grillhähnchen oder Hähnchenbrust in meinem Fall. Wir brauchen Salz und Pfeffer. Dann brauchen wir natürlich ein Messer. Ein bisschen Barbecue-Soße und natürlich die Süßkartoffeln. Wir fangen damit an, dass wir erstmal den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Dann nehmen wir uns ein Backpapier und nehmen unsere Süßkartoffel zur Hand und die stechen wir einfach ringsrum mit der Gabel ein. Das dient einfach dazu, dass das Olivenöl gleich auch in die Süßkartoffel mit reingeht. Und dass die einfach im Backofen dann auch schneller gart, dadurch, dass halt mehrere Einstiche gemacht sind. Ich habe dann einfach das Olivenöl genommen und habe die Süßkartoffeln rundherum damit eingerieben. Das verleiht dem Ganzen später dann auch noch so ein bisschen krossen Effekt, weil das Öl im Backofen die Schale der Kartoffel dann so ein bisschen so wie frittiert. Dann würzen wir das Ganze mit Pfeffer und Salz und schieben es für, im Rezept stand 40 bis 50 Minuten in den Backofen. Ich hatte relativ kleine Süßkartoffeln, deshalb habe ich nur 40 Minuten gemacht und da waren sie schon sehr weich. Also das müsst ihr einfach auf die Größe der Süßkartoffel anpassen. Als nächstes fangen wir dann an, unser Grillhähnchen oder unsere Hähnchenbrust klein zu schneiden. Ich habe die einfach in Scheiben geschnitten und dann nochmal in kleine Würfel. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Als nächstes habe ich den Rotkohl genommen, habe da erstmal den Strunk abgeschnitten und habe dann angefangen, ihn in Scheiben zu schneiden. Und als er dann in Scheiben war, habe ich ihn in feine Streifen und Würfelchen geschnitten, weil ich dachte, dass es so wahrscheinlich am schnellsten gart. Dann wechseln wir das Schlachtfeld, wir gehen an den Herd, stellen den auf mittlere Stufe und machen ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Da geben wir dann unseren Rotkohl rein. Das Ganze soll laut Rezept so 3 Minuten vor sich hin köcheln, dass das ein bisschen gart. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, vielleicht hätte ich die Streifen noch ein bisschen feiner schneiden müssen. Da geben wir dann die Barbecue-Soße dazu und dann kann das Ganze ja durch die Flüssigkeit noch ein bisschen besser garen. Und es sah einfach schon so lecker aus und es hat so gut gerochen, ich kann es euch sagen. Als nächstes kommt dann die Hähnchenbrust dazu. Das Ganze wird dann nochmal verrührt. Das Ganze habe ich dann noch so 5 Minuten vor sich hin köcheln lassen, damit es einfach noch ein bisschen weiter gart. Dann habe ich die
Süßkartoffeln aus dem Backofen genommen, habe sie ein bisschen abkühlen lassen, damit man sie auch anfassen kann, und habe damit begonnen, sie der Länge nach quasi aufzuschneiden, weil wir das Ganze nämlich jetzt aushöhlen werden. Wir gehen einfach hin, holen einen Löffel und kratzen das Mousse in der Mitte raus. Wie man sieht, war es bei mir echt ein bisschen weich. Und wir lassen so einen halben Zentimeter Fruchtfleisch quasi noch in der Hülle. Darin füllen wir dann unsere Hähnchen-Rotkohl-Barbecue-Masse, geben dann noch ein bisschen von dem Püree auf den Teller und fertig ist das Ganze. Sieht einfach so gut aus, oder? Tada! Wie gut sieht das bitte aus? Spoiler-Alarm! Es riecht auch so gut, wie es aussieht. Die ganze Bude hier riecht nach Barbecue. Aber ich mag das ja sehr. Ich werde das jetzt auch gleich essen. Ich habe nämlich heute den ganzen Tag noch nichts gegessen. Außer einen Apfel. Doch, einen Apfel habe ich gegessen. Aber das ist hier nicht vergleichbar mit so etwas. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal kochen. Ich habe es nämlich eben schon kurz in der Küche probiert. Also die Füllung zumindest. Also das ist auf jeden Fall ein Rezept, das schnell geht. Das gar nicht so viele Zutaten hat. Ich meine, so Barbecue-Soße oder sowas zum Beispiel hat ja fast jeder irgendwie mal zu Hause. So zum Grillen oder einfach nur für zum Fleisch dazu etc. Und ja, Süßkartoffeln kriegst du das ganze Jahr, Rotkohl kriegst du das ganze Jahr. Und gerade so Hähnchenfüllung finde ich eigentlich mega praktisch, weil ich mit meiner Tochter zum Beispiel auch öfter mal am Hähnchenstand so ein Grillhähnchen kaufe und wir essen zusammen ja kein ganzes Hähnchen. Von daher bietet sich sowas zum Beispiel auch super an, um ja, das Hähnchen zu verwerten, die Reste zu verwerten. Man muss ja in der aktuellen Zeit bei diesem enormen Anstieg der Essenskosten, der Lebensmittelkosten, müssen wir ja nichts wegwerfen. Ich meine, ich habe einen Hund, ne? Lana wird das in der Regel auch essen, wenn ich ihr das geben würde. Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt mal ausprobiert. Ich habe auch noch mehrere Rezepte da drin gefunden, die ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Ich werde euch da aber eher vermutlich auf Instagram dann mitnehmen. Ich höre jetzt auf zu babbeln. Ich habe nämlich maximal Hunger. Werde das jetzt essen, solange es noch heiß ist. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!